Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Letztes Mal haben wir unsere Maschinerie für Wissenschaftspakete 2 hier fertiggestellt, die auch ganz gut läuft. Würde ich sagen, auch von der Menge her sieht es ganz gut aus. Wir brauchen mehr Zahnräder, habe ich festgestellt, weil die Einser ist gerade am Schlafen. Ich meine, wir haben schon etlich viel davon gehortet. Wir könnten eigentlich das sogar schon mal nutzen, würde ich fast sagen. Gucken wir mal, wo machen wir denn irgendwo schön mittig so einen kleinen Wissenschaftsbereich, wo ich dann auch den Scanner hinsetze. Bauen wir das mal hier auf. Da können wir jetzt ja quasi machen, wo wir wollen. Na gut, ein bisschen weiter auseinander machen wir dann doch, damit wir da die Kiste noch hinstellen können. Können wir noch gerade mal eben zwei machen? Ja, passt. So, eine Nachfragekiste hätte der Schummi gerne. So. Jetzt können wir nämlich in alle Richtungen gleich. Zack, von hier aus. Schön forschen. Fordere ich hier mal alles an in ausreichender Menge. Und dann kann da gar nichts mehr schief gehen. Die dritten müssen wir natürlich noch machen. Die habe ich jetzt auch gerade unten gelassen, damit wir hier mit der Laboreffizienz weiterkommen. Was gerade nicht so gut funktioniert, denn die Sterne nicht mehr her. Das scheint nicht zu reichen, was ich da gelassen habe. Wie decken wir? Können wir damit alles abdecken? Tatsache. Damit decken wir alles ab. Müssen wir vielleicht nochmal einen großen hier irgendwo hinsetzen. So, die beiden Labore sind auch fertig. Ups. Ein bisschen krumm. Da. Und jetzt könnten wir noch so einen Komplex einfach da hinsetzen. Ich würde ja fast die Radaranlage auch gerne aufstellen. Um dann hier jetzt die Karte weiter aufzudecken. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt erst auch nochmal ein zweites Stromcamp machen. Und das machen wir auf der anderen Seite. In der Nähe des Bahnhofs. Da wohnt keiner. Da stört es auch keinen. Gucken wir, ob wir ziehen können. Da oben hin oder lieber ein bisschen nach unten? Ich glaube, von der Gegnerreichweite würde ich fast sagen, lieber ein bisschen noch nach unten. Hier so die Ecke. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe nicht so viele geholt. Und Mauern hin könnten wir eigentlich auch mal bauen. Da sollte ich auch ein bisschen Platz lassen. Nicht, dass wir dann nachher noch böse Überraschungen überlegen. Überleben. Überleben wäre natürlich gut. Ich meinte allerdings erleben. Nun, no, das war's schon. So, gucken, dass wir da möglichst viel drunter kriegen. Passt das? Ja, das passt ganz gut. Bisschen effizienter hier verteilen. Die Strommasten. Und Akkumulatoren hatte ich auch noch ein paar geholt. Da setze ich jetzt einfach eine Reihe drüber. Passt nicht ganz. Obwohl, nee, die machen wir drunter und dann gehen wir nicht weiter nach unten. Aber ein Freilassen für Strommasten. Da könnte ich direkt auch noch mal ein paar in Auftrag geben. Die brauchen wir nämlich bestimmt noch. Mal ein paar große machen. Können wir auch noch mal große, fünf große dabei. Ich habe gerade ordentlich Ressourcen gesammelt unten. Das müsste eigentlich kein Problem sein. So. Wir müssen gleich dann unbedingt. Achso, ja, das steht natürlich genau dazwischen, ne? Geht nicht ganz auf. Macht aber nichts. Haben wir da ein bisschen was zum Durchgehen. So. So, auch praktisch. So, das sollte dann hoffentlich ein bisschen was bringen. Jetzt ist natürlich gerade Nacht. Aber wurscht. Ich schau mal eben, was die Eisenproduktion macht. Denn ich befürchte, da müssen wir eventuell noch eine Mine hinsetzen. Ich hätte auch direkt ein paar Lasertürme aufstellen sollen. Das mache ich gleich noch eben. So mal einfach nur zur Sicherheit. Jetzt haben wir natürlich keinen Strom. Aber hier ist voll. Das wird nicht genug abgebaut.
Könnte jetzt natürlich auch an dem Stromausfall liegen. Ich weiß nicht, ob ich da noch eins zusetzen soll oder nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Dann schauen wir erstmal, wie wir jetzt. Hier habe ich ein bisschen umgebaut. Hier habe ich diese Leitung und ein Stück noch von dieser, die Hälfte hier, weil das war auch ziemlich voll hier, genommen und hier wieder zusammengefasst. Und davon dann abgegriffen für die Zahnräder. Aber im Grunde sollten hier jetzt etwas mehr ankommen. Eventuell greife ich dann hier auch nochmal ab. Denn diese Hauptleitung möchte ich dann gleich verwenden als erster Anhaltspunkt für Wissenschaftspaket Nummer 3. Und da denke ich, werde ich hier ähnlich verfahren. Obwohl hier könnte ich vielleicht einfach direkt diesen da nehmen. Ja, das machen wir auch. Brauchen noch Fließbänder. Ich glaube, Fließbänder ist so eine Sache, die ich mir jetzt hier auch schon mal irgendwo abgreife. Und in der Tasche stecke. Zumindest so ein bisschen. Machen wir hier eine Trennung rein. Von der einen Hälfte nur. Dass da auch nicht zu viel abgegriffen wird. Und dann stecken wir uns das in die Tasche. Na, so aber nicht. Und gehe hier direkt auch mal einmal lang und kassiere alles, was ich so finden kann. So, läuft der Laden wieder? Nicht ganz. Ich glaube. Achso, das hier oben, das wollte ich auch nochmal gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, genau. Das ist ziemlich autonom, das ist nämlich hier gar nicht angeschlossen. Man sieht sehr schlecht, aber hier ist gar kein Kabel. Da müssen wir nochmal eben so machen. So, kann ich vielleicht nochmal gerade eben so ein paar nachbauen? Ja, das geht. Machen wir das doch und setzen da vielleicht doch noch die Reihe fertig hin. So, es lädt und läuft. Das heißt, wir produzieren auf jeden Fall schon mal genug. Ist nur die Frage, können wir auch genug da drin speichern und kriegen wir das über den Tag auch voll? Aber das würde ich sagen, sieht ganz gut im Moment aus. So, kommt hier denn jetzt auch genug an? Ja. Alle sind am Arbeiten, nur du nicht. Weil das eins zu weit hinten ist. Mich wo verguckt. Da, natürlich haben wir auch jede Menge. Genau, die. Die lagern wir jetzt auch nicht mehr zwischen. Sondern ich nehme die einfach mit. Packen wir die hier mit einem Teiler auch zusammen zu einer Hauptleitung. Ich gehe mal davon aus, dass wir die nämlich jetzt auch brauchen. So, wo können wir die hochziehen? Da. Das wäre die nächste Frage. Wo? Jetzt haben wir hier alles. Ich könnte jetzt natürlich hier unten die letzte Produktion machen oder hier oben. Und ich tendiere eigentlich mehr zu hier. Dann können wir hier die Nutzmittel machen und sind zwischen den beiden Roboterstationen. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ja, das machen wir. Und ich muss nicht so weit ziehen. Ich teile das hier einmal auf. So. Können wir das nicht hier noch ein bisschen ein tiefer legen? Dass wir das hier so quasi nebeneinander bündeln. Kriege ich da jetzt auch noch. Ah, hier ist auch so viel. Ich kann nicht direkt auch noch ein paar Kabel abgreifen. Wenn ich dann die Kabel hier noch drauf kriege. Dann greifen wir hier direkt, da machen wir noch eine dritte. Kabel brauchen wir eh. Machen wir uns hier eine schöne Ausgangsbasis für alles. So, in der Mitte Produkte. Zahnräder hätten wir auch noch. Ach, die machen wir getrennt. Nicht so tief. Kabel wollte ich ja auch noch einen mehr dann machen sofort. Na, ist schon zu tief. Kann ich direkt so hier dran vorbei. Nicht mich wegtransportieren. Jetzt darfst du. Du, ich bin ja nicht faul.
Oh, schon wieder keine Fließbänder mehr, aber jetzt können wir die hier einstellen, dann kommen die mit der Zeit zumindest. Außer hier wird gerade nicht weiter produziert, weil Eisenplatten fehlen. Warum fehlen die? Weil hier nichts ankommt. Also, oh. Okay, warum kommt hier nichts an? Weil wir das hier teilen und er da nicht rausgreifen kann. Alles klar. Nicht ganz das, was ich wollte. Mal eben gucken, dann lege ich hier mal eben per Hand ein paar rein. Da müssen wir eben. Einen brauche ich auf jeden Fall. So, dann kann der eine nämlich schon mal arbeiten. Muss die Eisenplatten doch anders hier hinkriegen. Ich glaube sowieso, da kommen so nicht genug an, oder? Um die alle hier zu versorgen. Wie komme ich daran? Ich könnte das natürlich einfach einen nach vorne setzen. Das würde tatsächlich nichts machen. Na, jetzt eben da stehen bleiben. Aber ich glaube, die Lösung ist das auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. So, ansonsten klappt das jetzt aber schon mal etwas besser. So war es eigentlich angedacht. Aber ich muss jetzt hierhin noch Eisenplatten kriegen. Die könnte ich hier noch mal teilen. Aber dann brauche ich trotzdem noch. Was das? Ja, ich glaube, ich kriege es hin, wenn ich das verschiebe. Dann jetzt eben stehen bleiben. Der nach da und der nach da. Und runter durch. Und dann können wir das da anschließen gleich. Dann wird kein Strom mehr. Das wird eine Strom-Nachrüstfolge, glaube ich. Jetzt kann das ja auch erstmal voll laufen. Jetzt haben wir natürlich wieder die Hauptleitung hier angezapft. Das heißt, wir müssen da irgendwie noch mehr Eisenerz generell draufkriegen. Auf diese Leitung hier am besten. Denn hier? Achso, ja, logisch. Oder auf die. Ich meine, es läuft ja dann eh voll, wenn es zu viel wird. Insofern ist das eigentlich wurscht. Können wir auch auf die da noch was draufpacken. Das ist unsere Hauptleitung. Das wollen wir dann genauso machen. Kopieren wir das einfach hier noch zweimal. Kriegen wir das voll? Da brauche ich noch ordentlich. Viermal können wir noch. Hochöfen brauchen wir noch. Zwei oder drei dann. Die können wir uns nicht leisten, weil wir keine erweiterten Schaltkreise haben. Die können wir auch so nicht bauen, ne? Nein. Ich glaube, das ging nicht. Doch, das geht wohl. Aber brauchen wir Kunststoff. Da müssen wir ins alte Lager für. Wir können es aber trotzdem schon mal. Habe ich nicht? Ich meine, ich hätte welche eingepackt. Habe ich keine in der Tasche mehr. Alle verbaut. Ach doch, da. Ja. Das Alter, ihr wisst ja. So. Fließbänder. Tunnel. Also unterirdische Fließbänder, keine Tunnel. Dann einmal hier runter und ja, müssen wir ein bisschen frei buddeln. Ich wollte ja eigentlich nicht zu viel Wald abholzen. Ich guck mal, ob ich hier. Der Baum muss weg. Ist das der? Nein. Wie kriege ich den denn jetzt da weg?
Ach, ich habe kein. Ja. Lupdi-lupdi-lu, der Baum war eine optische Täuschung. Eine Baumorgana. Ich brauche genug Platz für vier Dinger. Die am besten die anderen Dinge auch nicht stören. Wobei hier die Frage ist, ob ich das dann nicht auch mit einer Hauptleitung machen möchte. Und diese dann teile. Ich glaube, die Frage habe ich mir gerade beantwortet. Ja, mache ich. Die kriege ich natürlich jetzt hier nicht weg. Doch noch ein paar Bäume dran glauben. So, also als allererstes mal diese Dinger. Einen hier hin. Und dann einen Gegentipp. Das sind zwei Bäume zu viel. Nicht zu viel Platz lassen, so. Und wo wir haben jetzt drei und verdoppeln das nicht ganz. Also mache ich auch erstmal nur drei. Dann haben wir noch einen in der Tasche. Sollten wir das doch noch mal brauchen. So, hier kann das Band auch ruhig doppelt voll. Das ist mir egal. Strom. Brauche ich keinen großen. Dann können wir hier die kleinen ziehen. Ah, fast. Hätte auch so gepasst. So, und dann teilen wir das hier nochmal. Wir müssen uns eben noch ein paar Fließbänder liefern lassen. Ja, genau das Wort habe ich gesucht. Her damit. Alle her. Ihr braucht die nicht. Apropos, ihr braucht die nicht. Ich glaube, wir haben schon wieder einen Notstand an Eisenplatten. Aber da arbeiten wir gerade dran. Lass mir das. Also ansonsten sieht das echt schön aus mit den ganzen drunter und den Teilern. Doch, das hat doch was. Gefällt mir. So, die Laserverteilung kann weg. Oh, ich glaube, ich lasse hier trotzdem mal eben einen kleinen Durchgang, bevor ich mich gleich wieder ärgere, dass ich nirgendwo durchkomme. Und jetzt ist das hier geteilt. Dann gehen wir hier runter und teilen das direkt nochmal. Schienen haben wir auch noch in der Tasche. Muss ich auch nochmal was mitmachen. Ich habe mich allerdings, glaube ich, dagegen entschieden, die alte Station anzuschließen. Denn ich glaube, bis das fertig ist, dass wir es tatsächlich anschließen könnten, mit Schienenbau, Ressourcen kriegen und so weiter, gibt es die alte Station gar nicht mehr, weil sie von Aliens aufgefressen wurde. Also braucht das eigentlich nicht verbunden werden. Allerdings könnte man die Zwischenstationen, die beiden kleineren für die Kohle und für das Eisen, die könnte man nutzen. Wobei wir hier erstmal Vorrat haben und da unten ist auch noch ein kleiner Vorrat. Müssen wir mal schauen. So, dann Laserverteidigung wieder. Weil die natürlich viel Strom frisst. Und die nächste untere Ecke hier wollte ich auch noch mal eben schützen. Machen wir einfach mal so ein paar hin jetzt. Ich glaube, am wichtigsten ist das aber da oben. Ein Auto beschädigt, muss repariert werden, ja. Noch nicht so schlimm. So, hier. Machen wir ruhig ein paar hin. Das ist am nächsten. Da habe ich auch ein bisschen Sorge. So, ich baue noch mal ein paar Solarzellen. Und setze die dann jetzt auch mal auf. Sieht sonst aus mit dem Akku. Die sind tatsächlich voll. Aber ich glaube, die reichen nicht für die ganze Nacht, haben wir gerade schon gesehen, ne? Also das Hauptproblem erstmal zu wenig Akkus. Stopp. Welcher muss weg? Warum geht das denn jetzt hier?
Ach so, da geht's. Ach, das sind immer so Blöcke, okay. Tja, geht sich doch alles irgendwie immer auf. Jetzt kann ich gleich sogar noch eine Reihe von Stromdingern sparen. Ich nehme jetzt hier hingehe und die hier nochmal hinmache, dann könnte ich, glaube ich, die mittleren rausnehmen. Oder reicht das nicht von der Entfernung? Komme ich da dran? Na, reicht nicht ganz. Einen müssen wir stehen lassen. Aber ansonsten geht's. Ha. Lassen wir zwei gehen, nicht, dass wir da einen schönen Kreislauf. Allerdings sind die an sich gar nicht angeschlossen, sehe ich gerade. Da müssen wir also hier noch einen großen hinbauen. So, man kann es doch mal sehen, wenn es angezapft wird. Schaut mal, wie sie das leer saugen. Lecker Strom. Eieiei, ich mache nochmal die letzten fünf. Gut, jetzt sind ja auch nicht alle an, ne? Muss man berücksichtigen. Oder sollte man berücksichtigen? So, morgen wird's besser. Der Tag beginnt ja schon wieder. Ja gut, dann haben wir diese Runde nur noch ein bisschen getuned und ein bisschen an die Energieversorgung gearbeitet, an der Energieversorgung gearbeitet. Hier fehlt noch Strom. Warum? Ach, das eine Ding ist nicht angeschlossen. Kann der eigentlich weg? Ne, kann nicht. Schade, brauchen wir beide. Das ist voll, voll, voll. Hier haben wir eigentlich jetzt alles angekommen, außer die Kupferplatten. Da hole ich mir noch mal schnell ein paar Fließbänder. So. Dann haben wir einen Hauptstrom an Items, den wir jetzt irgendwo hier in oder eigentlich hier. Vielleicht, ich glaube, ich verlege das doch noch mal um nach hier gleich, wenn ihr nicht mehr da seid. Und dann bauen wir hier die dritten Wissenschaftspakete. Aber hier können wir eigentlich noch ein bisschen Eisenerz abgreifen. Ich lasse nicht auch direkt teilen. Geht das? Nee, ne? Na, das geht leider nicht, aber egal, machen wir das hier vorne hin. Da kommt nämlich ein bisschen zu viel an. Was habe ich denn überhaupt hier da hinten gemacht? Ja, das bringt irgendwie nichts. Ach so, ja. Falsch rum gedacht. Natürlich wollte ich das nicht so haben, sondern andersrum. Das hier zusammenführen. Nicht falsch rum. So, boah, mache ich hier einfach auch noch zwei hin. Ist ja nicht so wild, wenn da zu viel ist. Weil das jetzt ein bisschen nah ist, das macht aber nichts. Einen dahin und den letzten dann noch hier. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Ja, so, mehr Kupfererz, und das kann ich jetzt hier abgreifen. Baue hier noch zwei Hochöfen, einer und zwei. Kann die da nicht beladen, weil ich die zu nah gebaut habe. Doch noch einen verschieben. So und so. Dann haben wir auch mehr Kupfer. Können wir alles eigentlich hier sammeln.
Praktischerweise kann ich das dann auch direkt anschließen. Das ist nicht so genau die richtige Richtung. Aber fehlt mir gerade noch ein paar Fließbänder. Warum liefern die eigentlich nicht? Weil ich da eine Anbieterkiste hin... Nee, Anbieter wäre richtig. Ist aber auch nichts drin. Das ist auch die falsche. Hier habe ich eine Nachfragekiste. Egal, haben wir schön ge... falsche Kiste. So. Ab jetzt dann. Mit gelieferten Sachen. Hier, wer lässt denn hier alles rumfliegen? Mal eben aufräumen. Macht sogar einen Stau, ist das nicht furchtbar? So Kleinigkeiten sind das dann, ne? Die man ganz schnell übersieht und dazu führt, dass überhaupt nichts mehr läuft. Jo, dann haben wir jetzt genügend Ressourcen, um mit dem dritten Wissenschaftspaket anzufangen, würde ich mal behaupten. Und dann haben wir nächstes Mal die Forschung schon komplett hier. Der Rest kann uns dann ja eigentlich egal sein. Wenn wir soweit sind, können wir den Rest ja auch aufbauen. Einzige Problem, was wir noch haben, ist, wie kommen wir an das Öl ran da oben? Ohne, dass die uns angreifen. Aber da machen wir uns dann noch Gedanken drüber. Ja, ich verabschiede mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Euer Schambock.